bin jetzt am Ziel meiner Reise angekommen und zwar bin ich heute in Herzfeld. Das ist das Nachbardörfchen von Diestädte. Das heißt, kurze Wege, die ich sehr gut mit meinem Fahrrad erreichen kann. Und Fahrrad ist heute das Stichwort. Nach den ganzen langen Stadtradelstrecken habe ich gedacht, es ist doch eigentlich mal an der Zeit, auch mal einen kurzen Check-up zu machen. Man kann ja natürlich nicht alles selber zu Hause machen, das eine oder andere kleinere Sachen ja, aber für viele andere Dinge ist halt es auch ganz gut, wenn da einfach ein Experte nochmal drüber guckt. Und weil ich ja die letzten Videos schon immer den Erklärbär gespielt habe, habe ich gedacht, das macht heute jemand anderes. Und zwar habe ich mich heute mit dem Thomas Friege hier verabredet. Er ist hier Fahrradmonteur und er wird mich so ein bisschen ja, einfach mal informieren darüber, was es zu beachten gilt, wenn man sein Fahrrad zu einem Service bringt, wie hier in Herzfeld. Fahrrad jetzt zu euch kommt und hier aufgeboxt wird. Was man beachten muss, ist auf jeden Fall, das Fahrrad in einem verkehrssicheren Zustand ist zum Beispiel. Gerade hier, wenn es in dunklen Wegen, hier Feldwege etc., sollte man auf eine gute Beleuchtung achten. Ne, schon mal vorweg, dass die auch funktioniert. Ne, der Benedikt hat hier eine sehr gute helle Lampe dran, genauso wie auch hinten. Also er ist rundherum sichtbar, auch mit Speicherreflektoren. Das heißt, im Dunkeln würde er auf jeden Fall nicht übersehen werden. Ne, auf den Service mal zu sprechen, es ist einfach wichtig, ein Fahrrad halt einfach auch im guten Zustand zu halten. Ne? Beim Auto wird auch immer sehr viel Geld investiert, beim Fahrrad sollte man das natürlich auch machen. Hauptaugenmerk ist zum Beispiel auf jeden Fall die Kette. Die Kette ist sehr dreckig, sehr verharzt gerade. Gerade durch viel Dreck auf der Kette kann der Verschleiß gerade beim E-Berg extrem in die Höhe gehen. Das heißt, Kassette und das Ritzel vorne wird dann in Mitleidenschaft gezogen und normalerweise sollte eigentlich eine E-Bike-Kette so bei roundabout 4000 Kilometer halten, mindestens, sogar mehr. Hat man natürlich viel Dreck drauf, kann das natürlich auch weniger sein und das treibt die Kosten natürlich in die Höhe. Wichtig ist es auch, auf eine gute Bremse zu achten, gerade beim E-Bike. Die Geschwindigkeiten sind einfach etwas höher und deswegen sollte man halt wirklich auf eine gute Bremse achten. Gerade bei der Hydraulikbremse, wenn man die durchdrücken könnte, also den Griff bis zum Lenker ziehen kann, ist vielleicht Luft in der Leitung, dann sollte man die auf jeden Fall in der Werkstatt entlüften lassen. Oder auch, was möglich sein kann, ist, dass die Bremsbeläge verschlissen sind. Das heißt, der Bremsbelag ist so weit abgebremst, dass der man schon fast auf dem Metall bremsen würde. Dann wäre es natürlich wirklich ratsamer, die Bremsbeläge zu tauschen. Das würde ich natürlich dann auf jeden Fall in der Werkstatt machen, wie gesagt bei uns. Wir haben alle gängigen Marken vorhanden und können so natürlich den besten Service liefern. Man sollte einfach mal eben schauen, wie gesagt, ob die Bremse Riefen hat oder ist sie verschlissen. In dem Sinne, jede Bremsscheibe hat halt einfach eine gewisse Dicke und einen Verschleißindikator, wo man sagt, ab der Dicke sollte man sie wechseln. Was man natürlich auch mal eben kurz schauen sollte, ob alle Anbauteile am Fahrrad natürlich fest verschraubt sind und nichts lose ist. Zum Beispiel auch ein Sattel kann mal lose gehen. Wenn man den natürlich irgendwie bewegen kann, rechts, links oder er ist locker, sollte man ihn auf jeden Fall festschrauben lassen. Was natürlich auch sehr wichtig ist, einfach mal schauen, sind zum Beispiel die Verschraubung von dem Seitenständer in Ordnung. Wenn man den Ständer jetzt zum Beispiel seitlich bewegen kann, ist die Verschraubung nicht in Ordnung. Der Worst-Case-Szenario wäre zum Beispiel einfach, dass die Schrauben im Rahmen abbrechen und es ist immer sehr aufwendig, diese Schrauben aus dem Rahmen rauszubekommen. Da sollte man Augenmerk drauf lassen. Nicht, dass man irgendwann mal das Fahrrad abstellt und es fällt um, dann vielleicht noch in ein nächstes Fahrrad rein. Die Schäden sind halt vorprogrammiert. Das muss ja nicht sein. Wichtig ist natürlich auch, auf die Bereifung zu achten. Ist der Reifen zum Beispiel abgefahren oder nach einem gewissen Alter wird er porös. Ne? Man hat einfach dann keinen sicheren Halt mehr auf der Straße, weil der Grip lässt nach. Platten sind vorprogrammiert. Da sollte man natürlich tunlichst vermeiden. Weil wenn ein E-Bike liegen bleibt, ist natürlich immer sehr, sehr ärgerlich und die nächste Werkstatt muss ja auch nicht immer um die Ecke sein.
Ja, wir hatten hier einfach mal ein gutes Beispiel, wie halt einfach so ein Reifen nicht auszusehen hat. Der ist jetzt sehr rissig, alt, den sollte man definitiv auf jeden Fall wechseln. Mein Fahrrad wird gleich wieder fahren, aber ich wollte natürlich jetzt auch wissen, wenn ich jetzt beim Service war, was liegt denn jetzt an? Das kennt ihr auch, falls ihr mit einem Auto unterwegs seid oder gerne auch mit dem Fahrrad. Ab und zu muss man dann doch nochmal auch nachfragen, was liegt an? In welchem Zustand ist mein Fahrzeug, lieber Thomas? Also, dein Fahrrad ist in einem sehr guten Zustand. Bis auf der Antrieb, Kette und Kassette sollten wir auf jeden Fall bei den Zeiten tauschen, weil halt die Kette sehr verschlissen ist. Das hat natürlich auch die Kassette hinten in Mitleidenschaft gezogen. Man wird jetzt irgendwann wahrscheinlich merken, dass die Kette wahrscheinlich in den letzten drei Ritzen überspringen wird. Und deswegen sollte man da einfach das Ganze tauschen. Das ist eine Sache von ungefähr einer Stunde mit allem drum und dran. Danach ist das Fahrrad wieder in einem sehr, sehr guten Zustand. Vielen Dank, lieber Thomas, dass du einmal kurz geguckt hast und dass ich einmal hier kurz die Werkstatt von innen sehen durfte. Und die eine Stunde lasse ich mein Fahrrad jetzt einfach hier. Und was man in Herzfeld noch erleben kann, das werden wir gleich in einem weiteren Video auch noch kurz sehen.